Unser heutiger Gast ist seit über 30 Jahren im TV-Geschäft tätig. Viele Menschen kennen sie als Moderatorin des ZDF-Boulevardmagazins Leute heute. Das hat sie über 10 Jahre moderiert und ist dadurch fest in einer Schublade des Boulevards untergekommen. Wir haben sie heute eingeladen und sprechen mit ihr über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Denn das ist das Thema, womit sie sich eigentlich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv beschäftigt und wo ihr Herz dran hängt. Wir werden mit ihr darüber sprechen, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, und wir werden mit ihr darüber sprechen, warum Maybrit Illner ihr ihren Traumjob weggenommen hat. Herzlich willkommen, Nina Ruge. Nina, das Thema Selbstverwirklichung ist letztendlich der Unternehmenszweck von Gedankentanken. Das heißt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz, ganz großer Fokus von unseren Mitarbeitern, von uns, von unseren Kunden. Was bedeutet das Thema Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung für dich persönlich? Heute, würde ich schon sagen, nimmt es einen großen Teil auch meines beruflichen Lebens ein, was ich früher nie gedacht hätte. Als ich angefangen habe, über mich selbst zu reflektieren und mir bewusst zu werden, dass es Sinn macht, wenn ich mich entwickle, da war ich 12. Da habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben, da habe ich angefangen, mir Sinnsprüche aufzuschreiben, mir überhaupt eine Idee von einem Ziel zu machen, wo ich hin möchte. Und dann habe ich so ganz wenige Menschen gehabt, mit denen ich mich darüber unterhalten konnte, weil das war ja, ich meine, das ist ziemlich lange her, das war irgendwie noch nicht so richtig in. Meine Eltern und so das ganze Umfeld hat damit überhaupt nichts anfangen können. Und so war das eigentlich immer unterschwellig ein Thema, das ich auch mal wieder verloren habe, bin dann wieder hingekommen. Es gab immer wieder Literatur, die mich sehr, sehr berührt hat, Filme, die mich berührt haben. Es gab immer wieder Impulse, die mich auf diesen Weg der Selbstentwicklung zurückgebracht haben. Und dass ich tatsächlich mir sage, ich möchte gerne auch einen großen Teil meines beruflichen Weges darauf einnorden. Das hat erst begonnen, als ich Leute heute 2007 aufgegeben habe. Und heute ist das Thema mich entwickeln und das auch weitergeben und vielleicht auch einen neuen Weg für ein neues Bewusstsein zu schaffen, jeden Tag präsent. Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung genau für dich? Was steckt dahinter? Was macht man da? Naja, eigentlich vom Erkennen über das Wollen zum Tun. Ja? Okay, fangen wir mal an. Das sind drei Schritte. Erkennen heißt, ich habe es in meinem Buch, sowohl Der unbesiegbare Sommer in uns als auch Sei du der Leuchtturm deines Lebens, ich habe es als Lebenssehnsucht beschrieben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, wenn man ein bisschen tiefer ins Gespräch kommt, dann ist da dieses, ja, da fehlt mir eigentlich was und ich zum richtig glücklich oder mich ganz oder mich im Sein fühlen oder im Frieden mit mir, da fehlt mir was, aber ich kann es nicht genau definieren. Da ist auch sowas, was mich ein bisschen melancholisch macht, was mir so einen Schmerz auch verpasst, wenn ich mich ganz tief frage, wofür lebe ich eigentlich, aber ich kann es nicht richtig formulieren. So, diese Lebenssehnsucht, wie ich sie formuliere, sich zunächst erstmal bewusst zu machen. Das heißt, was stimmt nicht so ganz zu meinem Lebensglück? Was fehlt mir zum Ganz, mich ganz fühlen? Das ist der erste Schritt, das nenne ich Erkenntnis. Und das hat mit der tiefen Erkenntnis zu tun, dass wir uns einem Thema nähern, das mit dem Verstand nicht ausschließlich zu definieren ist. Und wir leben, das ist auch ein wesentlicher Punkt der Erkenntnis, wir leben in einer Welt, in der wir ausschließlich linkshirnig akzeptiert werden. Das ist das Wichtige, akzeptiert werden. Also unser Verstand, die linke Seite unseres Gehirns, ist ja vornehmlich für die Analytik zuständig, ist das Analysieren, ist das Einordnen, Schritt für Schritt, Planen, Umsetzen, fertig. Und ich denke also, bin ich. Das ist unsere nicht ausgesprochene Übereinkunft. Und Menschen, die auf der anderen Seite mitfunktionieren, auch zum Beispiel Menschen, die in der Spiritualität, in der Geistlichkeit unterwegs sind, werden nicht so, oder zumindest mit Vorsicht, sagen wir mal, gesehen.
Und das wird nicht unbedingt als eine Qualität, die anzustreben ist, empfunden. Das ändert sich jetzt natürlich. Entschuldige, wenn meine Antworten zu lang sind. Ich versuche alles gut, nur, wir haben Zeit hier. Das so ein bisschen herzuleiten, was für mich das Entscheidende ist. Und deshalb gehört zu dem Erkennen der Lebenssehnsucht auch das Akzeptieren dazu, mich einzulassen auf eine Seite in mir und eine Seite in der Welt, die ich verstandesmäßig nicht voll definieren kann und wo ich akzeptieren muss, dass Worte wichtig sind, aber nur Hinweise sein können auf das, was mir fehlt, das, was mich ganz macht, was, das ist ja auch der Hintergrund des Heiligen, was mich heil macht. Und das zu erkennen und zu akzeptieren, ich wage mich jetzt auf ein Feld vor, das ich nie gelernt habe zu betreten. Wir hatten das gelernt. Wir waren mal in so einer richtigen Lebensschule. Menschen, die sehr stark im Glauben aufgewachsen sind, und zwar in einem Glauben, der wirklich heilt, der Liebe und Leben lehrt, die können das intuitiv. Viele sind in einem Glauben groß geworden wie ich, der eher du darfst nicht, du sollst und du bist nicht in Ordnung predigt. Und das hat mir... Viele neue Generationen sind eigentlich in gar keinem Glauben. Gar nichts mehr. So. Und die meisten haben diese Seite zu erleben gar nicht gelernt. Nur intuitiv spüren sie, da ist was. Und dann kommen so Vokabeln wie, ja, da ist was, was größer ist als ich. Und ich bin Teil eines großen Ganzen, aber ich kann es jetzt nicht wirklich definieren. Aber viel tiefer weiß ich jetzt auch nicht, damit umzugehen. So. Das ist... Der erste Schritt, die Lebenssehnsucht zu erkennen, es fehlt mir etwas. Zum zweiten zu akzeptieren, es ist in einem Feld, das nicht definierbar ist, aber betretbar. Der zweite Schritt. Das ist immer noch die Erkenntnis. Okay. Mhm. Vom Erkennen über das Wollen zum Tun. Und dann kommt das Wollen. Und das Wollen bedeutet, ich setze mich mit dieser Seite, die ich erkennen möchte, die ich in mein Leben holen möchte, auseinander. Und da hat jeder, und da bin ich auch heute der Meinung, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Impulse zu suchen. Das kann eben Literatur sein, wie für mich Eckhart Tolle sehr, sehr wichtig war, aber es gibt so vieles andere. Im Vorgespräch andere. Haben wir es gerade gesagt, ein sehr bekannter Autor zu dem Thema, ich glaube, sein bekanntestes Werk jetzt, die Kraft der Gegenwart. Sein zweites Buch finde ich noch besser, Selbstzerstörung, Eine neue Erde heißt es. Ein neues Bewusstsein, Selbstzerstörung oder Bewusstseinsentwicklung, irgendwie sowas. Da habe ich alles verschlungen, aber es gibt noch viele andere Bücher und Autoren, die mich sehr inspiriert haben. Aber auch, magst du zwei, drei nennen? Deepak Chopra zum Beispiel, die Bibel. Die Bibel habe ich insofern überhaupt erst verstehen gelernt, als der Verlagsleiter vom Gütersloher Verlagshaus, der früher mal ein evangelisch orientierter Verlag war bei Random House. Ich habe dem gesagt, ich habe mit der Bibel nichts anfangen können. Und dann hat er gesagt, okay, hätten Sie Lust, die Bibel mit Ihren wichtigsten Botschaften für Kinder neu zu schreiben? Und ich sagte, super Idee, dann verstehe ich sie endlich. Und dann hat er mir Stuttgarter Kommentar und so weiter, sehr viel Literatur dazu geschickt. Und ich habe die wichtigsten Geschichten neu geschrieben, habe versucht, es in der alten Zeit zu lassen, aber so zu formulieren, dass auch die Dinge, die wir mit Weihrauch und vielem anderen, was heute für uns nicht so richtig einordbar ist, zu erklären. Und dabei habe ich die Bibel als eine unglaublich starke Botschaft des Lebens, der Selbstführung und der Liebe erkannt. Wenn sie vom Wording her, von den Botschaften in die Realität übersetzt ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was vielen nicht mehr gelingt. Also mir glaube ich auch nicht, wenn ich sie lese. Und ich habe angefangen als Jugendliche mit Erich Fromm oder mit Alice Miller oder auch Habermas, auch viele Philosophen zu lesen. Das sind ja ganz häufig eben Mosaiksteine dessen, die uns immer wieder bewusst machen, dass es diese andere Seite in uns gibt, und betreten muss ich sie dann selber. Ich will gerade mal kurz bei dem Thema Wollen bleiben. Das heißt, ich muss herausfinden, was ich eigentlich möchte, mit Hilfe von Literatur, Coaches, Seminare sind wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Auf mir ein Ziel setzen. Jawohl. Ein Ziel setzen. Ja.
Und in meinem zweiten Buch nenne ich das auch eben, mein Mann in der Wirtschaft intensiv unterwegs ist sein Leben lang, Letter of Intent. Also ich schreibe mir selber einen Brief mit den wichtigsten Botschaften für mein Leben. Und Letter of Intent geht es um Absicht, eine Absichtserklärung. Eine verbindliche Absichtserklärung. Mhm. So. Und das mache ich mit mir selber. Und da steht halt das drin, was mir im Laufe meiner Entwicklung wichtig geworden ist und was ich jeden Tag für meine Umprogrammierung brauche. Und ich nehme die Vokabel Umprogrammierung ganz bewusst in diesem Zusammenhang, weil ich aus der Biologie komme und weiß, was es bedeutet, wenn wir Denkmuster und Wahrnehmungsmuster entwickelt haben im Laufe unserer Geschichte. Darf ich fragen, was in deinem Letter of Intent aktuell drin steht? Da steht drin, es wäre gut, wenn ich es richtig schön vorlesen würde, aber gut, ich versuche es jetzt mal zusammenzukriegen. Ich möchte mich so entwickeln, dass ich die beiden Seiten meines Seins, die analytische, die verstandesmäßige, die intuitive, die spirituelle, in einen Dialog bringe, sodass ich in der Lage bin, in einem neuen Bewusstsein zu leben, das mir ein Leben in Liebe für andere und in einem selbstgewählten Sinn in einer komplexen Welt, möglich macht, die mir dann in einem solchen Bewusstsein keine Angst mehr macht. Ein großes Ziel, was du da hast. Ein sehr, sehr strebenswertes. Ein großes Ziel. Jetzt haben wir dieses Ziel. Wir haben diesen Letter of Intent, die Vereinbarung mit einem Selbst. Dann kommt das Tun. Zum Tun, genau. Ich habe ganz früh angefangen, das ist ein ganz schönes Medium. Das habe ich aufgegeben mit Leute heute, als ich angefangen habe, die Bücher zu schreiben zur Selbstentfaltung und Entwicklung. Tagebuch schreiben. Das ist schon mal etwas, was das Buddhistische, to be attached und to be detached. Also sich wirklich steuern können, wo bin ich wirklich mit einem großen Mitgefühl drin und wo möchte ich Distanz zu mir selber entwickeln. Das heißt, ich würde es in den Worten ausdrücken, wo habe ich eine emotionale Bindung, genau, oder auch Emotionen, wo gebe ich Emotionen drauf und wo bin ich gelöst von? Und von mir selbst und von dem, was in mir passiert. Das versuche ich auch in dem Buch, sei in dir der Leuchtturm deines Lebens, in vielen kleinen Beispielen. Hier ist Beispielen übrigens dein aktuelles Buch, was wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Also vieles, glaube ich, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, findet sich, glaube ich, natürlich in einer viel intensiveren Form, glaube ich, hier wieder. Ja. Und da beschreibe ich auch kleine Situationen. Ich stehe mit einer Freundin am Herd und die sagt etwas, ist irgendwie sauer auf mich. In mir explodiert eine emotionale Handgranate. Ich will sie anbrüllen und denke mir, nee, Moment. To be detached, nimm Distanz auf und mach dir bewusst, was in dir passiert. Und da läuft ein Wahrnehmungs- und ein Reaktionsautomatismus ab, den ich überhaupt nicht will. Wir kennen das ja. Ne? Es kommt aus unserem Leben, im Alltag. Gerade ich kenne das, wenn ich unter Stresssituationen bin. Und dann hat man teilweise Reaktionen, die man sich selbst gar nicht erklären kann, vielleicht im Nachgang. In dem Moment ist es eine normale Reaktion im Nachgang. Denkt man, was war da eigentlich los? Meistens ist es eine sehr intensive emotionale Anhaftung in diesem Moment an dieses Thema, was auch immer das da ausgelöst. Und ich nenne das den Ich-Reflex, weil ich mit der Vokabel Ego, die ist wieder so vielfältig aufgeladen, wie ich auch die Vokabel Gott vermeide, auch so aufgeladen. Da passiert etwas in mir, was ich gar nicht mehr steuere. Und da ist eine Ich-Reflex-Ebene in mir, die ich nicht will. Aber die da ist, die richtig einprogrammiert ist, weil die Verschaltungen, die neuronalen Verschaltungen sind einfach erstmal da. Und das ist, wenn im Laufe der Lektüre kann man das in dem Buch auch sehr schön nachvollziehen, der Ich-Reflex ist ein Schutzmechanismus, um der Lebenssehnsucht nicht so ausgeliefert zu sein. Denn wenn dieser leichte Schmerz, das kann auch ein starker Schmerz sein, dass ich etwas Wesentliches versäume in meinem Leben, wenn ich den betäuben will, kann ich zu Drogen greifen, klassische Drogen. Ich kann aber auch zum Mittel des Ich-Reflexes greifen, ganz intuitiv, ohne dass ich es spüre. Meine eigene Bedeutsamkeit, mein Ruhm, meine Wichtigkeit, alle bewundern mich. Oh, Instagram, Klammer auf, Klammer zu. Das alles läuft unterschwellig ab und schneidet mich von dem ab, was ich ganz tief als Lebenselixier vermisse. So, und sich dieses Ich-Reflexes, dass ich ständig meine Umwelt gucke, was kriege ich, was kriegt mein Ego und wo versucht jemand mich da eventuell bloßzustellen, wo versucht mich jemand irgendwie kleiner zu machen, auch das ständig zu rastern. Ist nicht alles ein Ich-Reflex, was was mich vom Hier und Jetzt abhält, da hier zu sein, präsent zu sein, bewusst Entscheidungen zu treffen, bewusst die Dinge zu tun. Ist nicht alles, was nicht bewusst ist, ein
Stück weit ein Ich-Reflex? Würde ich nicht sagen. Alles, was mich abhält oder vieles von dem, was mich abhält, im Hier und Jetzt zu sein, hat etwas mit Unbewusstheit zu tun, hat etwas damit zu tun, dass ich unbewusst Ja sage zu diesen Denk- und Wahrnehmungsgewohnheiten. Ich sage unbewusst Ja dazu, dass in meinem Kopf alles Mögliche passiert. Ich nenne das Denkmoskitos. Da schwirren Sachen in meinem Kopf rum, die habe ich überhaupt nicht gerufen. Aber die sind da. Ich denke, das bin ich aber gar nicht. Das ist nur ungesteuerte, einfache Freilassung von allem Möglichen, was mein Gehirn serviert. Das muss nicht der Ich-Reflex sein, der sich ständig um mich und meine Bedeutung dreht, sondern das können alle möglichen Alltagsschnipsel sein. Das ist ja auch erforscht worden am MIT. 50.000 Gedanken sind es jeden Tag, die da so rumvagabundieren. Können viel mehr sein, können auch mal weniger sein. Wenn ich nicht gelernt habe, das den inneren Raum zu steuern, meinen inneren Raum zu steuern. Und das bedeutet auch eine Umprogrammierung, mir überhaupt bewusst zu werden, was da in meinem Kopf passiert, was da an Denkmüll und Brei alles vorhanden ist und das abzustellen. Ist ein Training und das ist eine Umprogrammierung, weil ich über alte Denkgewohnheiten immer wieder in dieses alte Muster, wie vom Gummiband gezogen, zurückfalle. Das heißt, wenn ich zum Tun kommen will, brauche ich Methoden. Tagebuch kann eine intellektuelle, an Worte gebundene Ich-Reflektierung sein, Selbstreflektierung, beides sein. Schön, muss aber weitergehen, wenn ich mich in den Bereich entwickeln möchte, der durch Worte nicht erreichbar ist. Dazu gehört natürlich die Meditation. Dazu gehören aber auch viele kleine, wie ich sie nenne, Goldnuggets im Alltag. Weil das Meditieren als Technik zu lernen, ist ein ganz großer Schatz, finde ich. Du bist jetzt wieder im Tun, ne? Was kann ich tun, ganz konkret? Genau. Ja. Wenn ich mich da morgens eine halbe Stunde hinsetze, ich habe einen total vollen Tag, ich habe das ganz oft erlebt, dann quäle ich mich, setze mich hin, schaffe das auch, in so einen Zustand zu kommen, in dem ich mich heil fühle, in dem ich das, was in meinem Kopf passiert, einigermaßen steuern kann. Ich stehe auf und es ist alles wieder weg, weil der Tag so voll ist. Ich dachte, ich bin damit immer alleine. Ja, also mein inneres Ziel ist ein neues Bewusstsein. Das heißt, im Grunde wie eine zweite Platte im Computer, die im Hintergrund läuft, die mich in jedem Augenblick meines Lebens in eine Haltung bringt, die mir eine Vertiefung ermöglicht und mich letztlich in das Jetzt magisch zieht. Und ich habe selber gesteuert. Das heißt, in stressigen Situationen, in Situationen von Konflikten, wo und dazu muss ich Reflex mich kommt. Immer wieder daran erinnern. Mhm. Und deshalb bin ich tiefen Überzeugung, dass wir im Alltag ganz viele kleine Momente brauchen und immer einen Teil unseres Bewusstseins darauf sozusagen auf die Suche machen lassen. Kleine Momente im Alltag, die mich ins Jetzt wieder zurückziehen. Die nenne ich Gold Nuggets. Da hatte ich heute wieder einige. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto stärker wirken die. Ich kann natürlich sagen, ja, wenn ich an der Straße stehe, mein Taxi ist nicht gekommen und ich warte jetzt auf das Taxi, dann ärgere ich mich. Ich kann aber auch, ich habe den angerufen, ich weiß, der kommt in einer Minute, kann mich auch hinstellen. Und als ich jetzt heute Morgen losgefahren bin aus München, war es strahlend blauer Himmel und eine ganz, ganz große Stille plötzlich für einen Moment. Und ich kann diese Stille ganz bewusst nutzen, um mich mit dem zu verbinden, was ist. Und mit dem Leben, mit der Ewigkeit, die in diesem Leben ist. Und sogar vielleicht, das ist alles nur durch Worte als Wegweiser zu verstehen, mit der Endlichkeit und dem Tod. Ich kann das in diesem Moment spüren. Und da ist kein Denkmoskito mehr da. Da ist kein Ich-Reflex mehr da. Da bin ich mit meiner Lebenssehnsucht unmittelbar verbunden. Für diesen Augenblick. Und dann steige ich ins Taxi ein, nehme mein Handy und bin schon wieder auf einem anderen Modus. Aber das, was ich da kurz mir ermöglicht habe, schwingt weiter mit. Und wenn ich das oft mache am Tag, lebe ich in einer anderen Haltung. Dann bin ich nicht mehr getriebener. Dann steuere ich selber. Das würde mich jetzt interessieren, weil du sagtest eingangs, dass du
als du bei Leute heute ausgestiegen bist, nach 10 Jahren, du hast 10 Jahre lang Leute heute moderiert. Ich denke, viele, viele Menschen kennen dich genau aus dieser Zeit, weil du da natürlich sehr, sehr präsent warst. Im Vorabendprogramm, glaube ich, des ZDFs war das damals. Das hast du dann vor circa 10 Jahren, ist das auch her, dass du diesen Ausstieg gemacht hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Du sagtest, du bist dann zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung noch mal ganz massiv gekommen. Du hast das Alter 12 Jahre genannt, da hast du schon mal erste Berührungspunkte gehabt, immer mal wieder, aber auch immer mal wieder vergessen. Was war das für eine Situation vor 10 Jahren? Wie muss ich mir das vorstellen? 10 Jahre Leute heute, Showbiz, und plötzlich meditiert man nur noch? Nee, gar nicht. Erstens habe ich schon immer ein Doppelleben gelebt. Das sage ich auch ganz offen so. Es war schon immer eine zweite Ebene in mir. Also ich bin dann nicht erst nach Leute heute zu einem spirituellen Menschen geworden. Das war ich schon sehr viel früher. Ich habe auch versucht, im Zuge der Sendung, das soweit es möglich war, auch durchscheinen zu lassen, indem wir Respekt, das war auch immer wieder Thema in unseren Redaktionskonferenzen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war für uns immer in allen Diskussionen, welches Thema machen wir, welches machen wir auch nicht und wenn ja, wie fassen wir das an? Über wen machen wir uns mit einem kleinen humorvollen Lächeln lustig? Und welche Meldung machen wir auch gar nicht, weil sie so unter der Gürtellinie ist? Also ich habe schon immer versucht, auch in meiner Arbeit, diese Haltung einfließen zu lassen und ich war immer auf der anderen Seite auch schon unterwegs, habe Bücher geschrieben, Anthologien mit dem Titel »Alles wird gut«. Denkmantras versammelt, ein Buch über die Stille, habe Jugendbücher geschrieben, richtig Fantasy-Romane, wo aber die Wertorientierung als unterschwelliges Thema immer da war. Nur, mein damaliger Buchagent war sehr schlau, der hat mir gesagt, pass auf, solange du Leute heute moderierst, wird dir kein Mensch diese Ebene abnehmen. Das ist, in Deutschland sind die Schubladen so fest betitelt und zugeknallt, in der sitzt du jetzt drin mit People-Journalismus, das sagen die ja noch nicht mal. People-Journalismus ist ja nochmal eine Form von Journalismus. Bei mir stand immer Boulevard obendrauf, obwohl ich es nicht war. Versuch nicht so ein Buch zu schreiben. Die Alles-wird-gut-Anthologien, das kannst du machen. Kannst du Fantasy-Romane schreiben, alles möglich. Du kannst gesund, ich habe auch zum Thema Gesundheit, Selbstführung in Sachen Immunsystem und so weiter. Kannst du alles machen. Aber versuch nicht, ein Buch über Selbstentwicklung zu schreiben. Die Journalisten werden es dir als blonde, unterbelichtete Tussi, wie sie dich alle eingruppiert haben, die werden es dir um die Ohren hauen. Und so habe ich mir dann gesagt, erst wenn ich mit Leute heute aufgehört habe, schreibe ich zu dem, was mich mein Leben lang umtreibt und was auch mein selbstentwickeltes Selbstfindungsprogramm ist. Und deshalb habe ich erst 2007 damit angefangen. Und es ist interessant, ich habe eine Party gemacht für alle meine Mitarbeiter. Das war wie eine Familie, 10 Jahre mit denen zusammenzuarbeiten. Und es ist mir auch echt schwer gefallen, die Redaktion zu verlassen. Und da, als sie alle gegangen waren, morgens um 3 oder so, ist der letzte Eintrag in meinem Tagebuch, The Storm is Over. Und danach habe ich kein Tagebuch mehr geschrieben, weil ich all die Energie in die Bücher gelegt habe. Warum bist du damals ausgestiegen? Was war der Grund dahinter? Wolltest du mehr Zeit für diese Spiritualität haben oder war einfach das Zeitliche gesegnet beim ZDF? Es gab mehrere Gründe dafür. Das eine ist, dass ich immer ausgestiegen bin aus meinen Jobs, wenn ich sie ein paar Jahre gemacht hatte. Ich wollte mich immer weiterentwickeln und wenn ich den Eindruck hatte, ich kann nichts mehr lernen, obwohl ich einen super Job habe, bin ich ausgestiegen. Meine Nachfolgerin im Heute-Journal ist Gundula Gause. Die macht den Job, ich da ausgestiegen bin. Und sie macht das super. Und sie macht das mit einer großen Leidenschaft und kann das ganz toll mit ihrer Familie verbinden. Aber für mich war das nach 4 Jahren gut. Ich habe die ganze deutsche Einheit, die Wende, deutsche Einheit, Irakkrieg, diesen ganzen Wahnsinn damals, man schreibt ja im Heute-Journal die Nachrichten selber, ist für die selber verantwortlich. Man ist da absolut im Nachrichtengeschäft drin. Nach 4 Jahren war das gut. Dann habe ich meine eigene Nachrichtensendung gestartet, heute Nacht. Die gab es vorher nicht im ZDF. War ein riesen Kraftakt. Um ein Haar wären wir abgesetzt worden, haben unheimliche Prügel von der Presse bekommen und so weiter. Haben durchgehalten und dann waren wir endlich erfolgreich und nach 4 Jahren habe ich gesagt, so, ich will was Neues. Und dann habe ich mit Leute heute angefangen
Und nebenbei ja immer noch viele andere Sendungen moderiert. Ja, du hast unglaublich viele Formate gemacht. Unglaublich, wie sich da dein Showreel sozusagen lesen lässt. Ja. Viele, viele Sender dabei, viele unterschiedliche. Alles mit Leidenschaft. Wie würdest du dort deine Rolle bezeichnen? Weil ich glaube, der größte gemeinsame Nenner ist klar Moderation, aber auch viel, glaube ich, Interviewformate, die du gemacht hast. Ja, ich war immer neugierig auf Menschen. Und interessant war natürlich für mich dann, weil ich mich so in der Politik und in der Wirtschaft dann zu Hause gefühlt habe, war schon Forum Manager zum Beispiel auf Phoenix. Eine Stunde mit einem Top-Manager. Mhm. Wann kann man das schon mal machen? Das war ein super Format. Phoenix ist das Geld ausgegangen und hat alle Formate, die nicht mehr finanziert werden konnten, weil sie nicht täglich im Programm waren, gekippt. Ganz schade. Oder auch auf Phoenix Wissenschaftsforum Petersberg zu Medizinthemen, Depression, zum Thema Alzheimer, Diabetes, aber auch viele andere wissenschaftliche Themen. Also der Beruf des Journalisten, finde ich, ist der schönste der Welt, wenn man eben diese Breite leben darf. Und deshalb war Leute heute ja eine sehr schmale Schiene. Auf der anderen Seite aber haben wir das Format neu entwickelt und haben es immer weiterentwickelt. Wir haben dann Sonderformate von den Schauen in Paris und Weihnachtsformate aus New York und sonst woher. Wir waren immer bei den Oscars. Wir haben die Samstagssendung entwickelt. Also soweit wir neu entwickeln konnten, war ich da unheimlich gerne dabei. Und man musste auch sagen, ich hatte dann auch nicht mehr die Angebote, in den Journalismus zurückzukommen, weil ich dieses Boulevard auf der Stirn hatte. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich, wie du davon sprichst. Ja, du hast es selber gedacht. So ähnlich ging es mir auch. Ich kenne dich von Leute heute. Das war so die Zeit, da war ich, keine Ahnung, Anfang, war ich 13, 14 oder so. Ja. Da hat man sowas dann im 17, 30 geguckt. Und wenn man sich dann mit dir jetzt mal beschäftigt, was du für eine Tiefe hast, was du alles für Inhalte hast, ist man überrascht. Ja. Aber ich habe parallel, nur um was zu meiner Ehrenrettung zu sagen, ich habe halt immer die politischen Formate weitergemacht. Und die Journalisten bzw. Senderverantwortlichen, die mich aus diesen Sendungen kannten, die haben mich doch auch immer wieder für solche Formate eingesetzt. Aber alle anderen haben immer gesagt, diese blonde, unterbelichtete Boulevard-Tussi, was soll man denn mit der? Ja, damit musste ich... Ich bin dann ausgestiegen, weil ich wirklich was Neues machen wollte. Ja. Und dieses Kapitel People-Journalismus auch wirklich abschließen wollte. Verstehe. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie muss ich mir so den Lebensweg sozusagen vor der TV-Karriere sozusagen vorstellen? Du bist in München geboren, bist irgendwann in deiner Kindheit nach Niedersachsen gezogen mit deinen Eltern. Ich glaube, während deiner Schwangerschaft ist deiner Mutter an Leukämie erkrankt, hat dann aber noch viele Jahre leben können, was glaube ich, ist dann, als du ca. 30 Jahre warst, glaube ich, verstorben. Wie muss ich mir die Kindheit von Nina Ruge vorstellen? Ich mag Sinnsprüche. Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und heute, wenn ich mit der Distanz auf meine Jugend, 50er, 60er Jahre, ich bin 56 geboren, zurückschaue, dann spüre ich sehr stark diese extreme Enge und Kopforientiertheit der 50er, 60er Jahre. Gerade seitdem ich mich mit dem Thema links seitig orientiert, analytisch denkend, rechtsseitig orientiert, intuitiv, spirituell lebend, beschäftige. Und wenn ich mich in diese Zeit zurückversetze, als ich in München aufgewachsen bin, in Unterpfaffenhofen, gehört heute zu Germering, das war halt eine Zeit, in der die Leute erstens damit beschäftigt waren, zu verdrängen, was diese Generation in Kriegszeiten erlebt hat, war so wahnsinnig, dass die meisten das nicht verarbeitet haben, sondern verdrängt. Traumatherapie, Psychologen, was auch immer, Begleitung mit Coach gab es überhaupt nicht. Es war das eigentlich die unterschwellige Übereinkunft, wenn du das alles überlebt hast, mental, dann kann dich eigentlich nichts mehr schocken, weil du hast es total verdrängt. Was dazu aber führte, dass diese Gesellschaft eine extrem kopforientierte und natürlich auch eine extrem leistungsorientierte und Aufbaugeneration war. Es ging darum, sich überhaupt wieder was aufzubauen. Und die ganze Energie ging da rein. Und so war es bei uns zu Hause. Wie war es da ganz konkret? Weil dein Vater war noch mal in Gefangenschaft, habe ich das... Ja, mein Vater ist Halbjude, nach Nazi-Nomenklatur, wurde im Viehtransport nach Frankreich deportiert, hat im Lager für die Organisation Todt Betonwelle geschippt in Frankreich, um die Invasion zu verhindern und all diese Dinge. Hat es überlebt, kam kurz vor Kriegsende frei und hat sich durchgeschlagen wieder nach Berlin, zum Glück eben
war er bis zum Kriegsende dann unentdeckt und konnte aber natürlich nicht studieren und so, konnte gerade noch Abitur machen. Aber schon unter den Nazis war er, Jahrgang 21, da war der eben 17, ja. Mhm. Und wollte dann Deutschland verlassen, in die USA gehen mit seinen jüdischen Freunden, die alle dort aufgenommen wurden. Er hätte die als Staatenloser dorthin gehen müssen, als Halbjude. Und hat dann gesagt, okay, ich studiere jetzt in Deutschland und wurde dann ganz schnell Professor für Maschinenbau und hat ein Rieseninstitut dann in Braunschweig aufgebaut. Und das war so sein Ding. Der hat mit einer unglaublichen Kraftanstrengung erstens alles verdrängt, was er erlebt hat im Lager. Das heißt, es war kein Thema, sag ich mal, der Krieg bei euch? Nein, der hat uns nichts erzählt. Der hat uns gar nicht erzählt, dass wir zum Teil jüdischer Herkunft sind. Das habe ich erfahren, da war ich 18. Eine Vierteljüdin sozusagen dadurch? Ja, und wir stammen aus einer Familie, das waren wirklich Rabbiner im 15. Jahrhundert. Mhm. Die eine Hälfte natürlich, nur die Mutter meines Vaters. Und der Vater meines Vaters, das ist Arnold Ruge, der saß für die Linken im Parlament in der Paulskirche 1848. Mhm. Und, also ganz irre Familienverhältnisse. Und meine Mutter hatte eben, als sie mit mir schwanger war, die Diagnose Melanom, also Hautkrebs, aber schon leider in die Lymphknoten gestreut. Und ihr wurde gesagt, treiben Sie das Kind ab, lassen sich gleich bestrahlen und operieren, hat sie nicht gemacht. Und als ich auf die Welt kam, kam ich ins Säuglingsheim und sie wurde dann ganz groß operiert, alle Lymphknoten raus bis in den Bauchraum. Und der Professor meinte da, der Melanom gestreut ist Todesurteil. In Heidelberg, Krebszentrum, der hat gemeint, also keine Chance. Und meine Mutter war Medizinerin, die hatte das Studium aber noch nicht beendet und lebte in Angst. Und der Krebs kam nicht zurück. Es kam dann aber später, man nimmt an, dass es Spätfolgen der Bestrahlung waren, chronische lymphatische Leukämie, also ein Blutkrebs. 30 Jahre später, ne? 36, also 30 Jahre später und ist dann, sie ist gestorben, da war sie 66, immerhin. Wie glaubst du, hat sich diese Kindheit sozusagen auf dich persönlich ausgewirkt, auf das wie du heute bist oder wie dann die nächsten Jahre zumindest? Das, was ich rückwärts blickend verstanden habe. Ich habe halt intuitiv gespürt, bei uns war es anders. Die haben, also insgesamt das Umfeld war eh schon unheimlich, eigentlich spießig und eng. Das war die Welt, das war vor 68. Und dazu kam, dass es bei uns noch anders war, weil meine Eltern ihre Emotionen, die konnten nur all das, was sie erlebt haben, auch meine Mutter mit dieser Angst, konnten sie nur überleben mental, indem sie es alles weggesteckt haben, alles verdrängt haben. Mhm. Meine Eltern waren Mammutbäume in meiner Erinnerung, ganz starke Persönlichkeiten, die keine Emotionen zuließen. Also die waren liebevoll, die waren zugewandt meiner Schwester und mir. Und trotzdem waren sie verschlossen. Das waren keine Menschen, in denen ich irgendwie so zu Hause war. Würdest du sagen, dass du in deiner Jugend dadurch genauso warst oder vielleicht sogar schon genau das Gegenteil warst? Ich war total das Gegenteil. Ich war total schüchtern und ich habe gebettelt. Ich lief immer hinter meiner Mutter her und wollte ständig gestreichelt werden, wollte auf dem Schoß. War so ein richtiges, ich hatte Angst vor Menschen. Ich traute mich nicht allein zum Bäcker. Ich traute mich nicht alleine Zug zu fahren. Also ich war sowas von verhuscht. Meine Schwester war das Gegenteil. Die war unheimlich mutig. War aber auch geboren vor der Krebserkrankung meiner Mutter. 5 Jahre älter als ich. Und die war verfressen, also so, hat immer gesagt, ich will essen, ich will singen. War irgendwie immer total... Die Laute. Die Laute. Ich war die total Verhuschte. Und das änderte sich dann in der Pubertät erst. Okay. Da wurde ich das Gegenteil. Und als ich mir den Spruch, wo die Angst ist, geht es lang, an die Wand geschrieben hatte mit 12, habe ich das auch wirklich ernst genommen. Wie erklärst du dir das? Ist es nur die Pubertät gewesen oder sozusagen gab es irgendwo Erlebnisse für dich, die das irgendwie ausgelöst haben, diesen Wandel? Ich meine, wo die Angst, also mit 12 Jahren, wo die Angst ist, geht es lang? Oder? Ja, ich war so ängstlich. Ich war getrieben von Angst. Und irgendwann musste ich das erkennen, dass das jetzt keinen Spaß macht, vor allem Angst zu haben. Und immer nur, ich war so brav. Ja, ich habe schon an der Tankstelle, an der Raststätte, meine Eltern mit VW-Käfer mit uns in Urlaub gefahren und dann habe ich mit 3 Jahren schon mit Messer und Gabel so gut gegessen, dass ich von fremden Leuten Schokolade geschenkt bekam, weil ich so aufrecht mit Messer und Gabel gegessen habe. Und so. Und ja, also ich war die Bravheit in Person.
Und spürte dann irgendwann, ich brauche eine eigene Identität. Ich war das, was meine Eltern von mir wollten, zu 100%. Und wo ich war, das existierte nicht. Und natürlich das heißt, ist du das... Daraus siehst du ein bisschen, du existiertest nicht? Nicht wirklich. Ich wusste nicht, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Und eigentlich mit dem hormonellen Umbruch in der Pubertät, das ist ja auch das, was das Gute ist daran. Da kommt diese Frage neuronal auch, weil ja das Gehirn überschwemmt wird mit dem und auch wieder alles neu verschaltet wird. Ich finde, da ist es gut, sich in der Neurologie ein bisschen auszukennen. Da wird ja alles nochmal neu verknüpft. Und bei mir massivst. Und da habe ich halt so rebelliert. Und habe alles ausprobiert, woran ich mich reiben konnte und kapieren konnte, wo ich anfange und wo ich wieder aufhöre, dass ich einen Riesenstress hatte mit meinen Eltern. Und das ging auch, bis ich zu Hause ausgezogen bin, bis ich 17 war, haben wir keinen Frieden mehr gefunden. Ja. Und das ging dann auch weiter bis in mein 25., 26. Lebensjahr. Und dann haben wir uns wieder angenähert. Du hast dann den Weg des Pädagogen oder der Pädagogin eingeschlagen, des Lehrerin geworden. War das ein Berufstraum von dir? War das eher die Nummer, ich weiß nicht, was ich studiere, werde ich mal Lehrer? Ich gehöre zu dieser Generation Massen, also Babyboomer, Massenuniversität und überhaupt gar keinen Bock auf Karriere. Ich habe mir gesagt, so, ich mache das, wozu ich Lust habe. Du hast ja eh keine Chance. Wir waren ja so viele, wir sind alle Taxi gefahren. Und ich gehöre zu denen, die damals, so diese Natur-Plüschnummer, ich habe mir hatte null Geld, meine Eltern haben mich ja dann gar nicht unterstützt, weil ich ja von zu Hause ausgezogen war. Dann habe ich mir meine lila Latzhosen selber genäht und fand das super toll, ungeschminkt, also bloß nichts. Und Fingernägel sahen aus wie gerupft und irgendwie in der Wohngemeinschaft gewohnt und also so. Und dann habe ich mir gedacht, ich will Kunst studieren, hatte ein super Abi gemacht. Hatte aber mit Kunst nur 1,8, hätte aber 1,7 gebraucht für die Kunsthochschule. Und dann habe ich gedacht, okay, studierst du mal Deutsch und Bio. Wollte überhaupt nicht Lehrer werden. Aber es waren zwei Fächer, die mich sehr interessiert haben. So, dass einmal die Geisteswissenschaft, die Naturwissenschaft, fand ich alles gut. Und das ganze Studium durch habe ich immer gedacht, ich werde nicht Lehrer. Wollte dann in auswärtigen Dienst, habe mich aber nicht erkundigt, dass ich da vielleicht ein paar Fremdsprachen perfekt sprechen müsste. Stand dann da mit meinem ersten Staatsexamen, was aber wieder mit Auszeichnung war, weil was ich mache, mache ich richtig. Und dann war ich die Einzige, die eine Referendariatsstelle bekam. Die Einzige vom ganzen Dings. Das hört sich alles ein bisschen verplant an, ungeplant. Oder war nicht geplant. Es gibt ja so Leute, bei denen das so Masche ist, die tun immer so, als wenn alles ungeplant ist, vielleicht auch im Alter. Oder war es wirklich so, war es dir völlig egal, wo es hingeht? Ja, nee, ich habe gedacht, na gut, jetzt musst du ja was machen und habe mich erkundigt mit diplomatischen Beats, aber erst nach dem ersten Staatsexamen, die haben sich totgelacht. Hat sich diese Haltung, sag ich mal, zur Karriere, zu dem, was ich machen möchte, hat sich das so beibehalten, diese Art und Weise, oder gab es da irgendwann so einen Turnaround? Kommt man so ins TV-Business und macht TV-Karriere mit so einer Haltung? Naja, also das Entscheidende ist ja, dass ich immer für mich alleine war. Ich schreibe auch in dem Buch über Glaubenssätze. Einer meiner Glaubenssätze, und das hat was mit meiner tiefen Einsamkeit als Kind, emotionalen Einsamkeit als Kind zu tun. Ich fühlte mich immer wie one single stone. Und das hat eben ein Fernsehdirektor auch mal zu mir gesagt, woraufhin ich zu Hause einen Heulkrampf kriegte und dachte, der hat recht. Ich mache ja wirklich alles, obwohl ich Freunde hatte. Ich war auch ganz früh verheiratet, das war aber nur der Schein und so, das ist zu lange, das jetzt zu erzählen. Mich dann entschieden habe, ich will den Lehrerjob nicht mehr und wirklich den ersten Riesenschritt in meinem Leben wieder ganz alleine gemacht habe. Mann, habe mich von meinem Mann getrennt, habe meinen Job verbeamtet, aufgegeben, bin nach Berlin gegangen und habe angefangen im Filmgeschäft. Als one single stone. Und das war nicht Karrieredenken, sondern das war immer diese extreme Besessenheit von etwas Neues zu machen. Und ich war filmbesessen. Ich wollte unbedingt an die Film- und Fernsehakademie. Aber das hört sich nicht so an, dass du jetzt so besessen warst, Lehrer zu werden oder besessen warst, Deutsch und Biologie zu studieren oder Germanistik und Biologie. Ja, also ich war dann aber von den Fächern fasziniert. Sonst hätte ich ja nicht mit Auszeichnung Examen gemacht. Okay, also das schon. Da war ich dann Bio und Deutsch, hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich habe über Bertolt Brechts Buckower Elegien geschrieben und sollte sofort meine Doktorarbeit drüber machen, weil diese Arbeit so toll war. Also ich habe dann, was ich gemacht habe, war immer mit vollem Herzen. Aber nicht zielorientiert. Jetzt will ich irgendwie Doktor werden in Literaturwissenschaft oder Studienrätin. Ich wollte eigentlich gar nicht, sondern habe immer so die Chancen, die sich ergriffen und habe dann da so weitergemacht. Und so kam dann
dass sich dann ergab, okay, ich bin die Einzige, die ein Referendariat machen kann, ja, dann mache ich das jetzt. Und der Zufall wollte, dass die Schule, an die ich in Wolfsburg auch noch kam, dass es eine sehr tolle Schule war. Ich war Oberstufenzentrum, ich war 23, die Schüler waren 16 bis 19. War eine Herausforderung, massivst. Und aber ein sehr musisch und künstlerisch orientiertes Gymnasium, aber mit allem, was dazugehört. Ich habe ja Mathe, Physik, Abi gemacht. Also ich war auch technisch unheimlich interessiert und konnte dann auch Schultheater machen. Der Direktor war sehr offen, hatte aber den hohen Anspruch, wir machen guten Unterricht. So, und dann habe ich eben guten Unterricht gemacht und durfte aber Schultheater machen. Sind wir in ganz Deutschland rumgefahren mit Inszenierungen, die die Schüler entwickelt haben. War toll, habe auch wieder ganz viel gelernt. Aber ich war Lehrerin mit Leidenschaft. Und dann kam wieder die Lebenssehnsucht. Und die hat mir gesagt, das kann nicht alles sein. Und dann bin ich nach Berlin. Wir kommen sofort zu Berlin. Noch eine letzte Frage zu 23 Lehrer, eine Klasse mit 30 Leuten. Wie kommt man da zurecht? Wie beißt man sich da durch? Ich meine, viele junge Menschen kennen das. Sie kommen in den Beruf, haben vielleicht direkt viel Verantwortung, große Projekte oder sind tatsächlich auch Lehrer. Wie kommt man da klar? Ich habe da auch für mein Leben wahnsinnig viel gelernt. In allen Bereichen, in denen ich arbeite. Ob ich Vorträge halte, ob ich Seminare gebe, ob ich egal was. Ob ich mit einer Redaktion zusammenarbeite. Ich habe gelernt, was natürliche Autorität ist. In so einer Gruppe kann ich mit 23 nicht Menschen was beibringen, wenn die mich nicht wirklich akzeptieren. Und das geht nur, indem ich die Rollen klar mache. Indem ich denen sage, Leute, ich bin hier die Lehrerin, ich bewerte, ich beurteile. Und ich versuche für euch den Unterricht so spannend wie möglich zu machen. Projektorientiert, problemorientiert. In der Biologie konnte ich ja zum Beispiel die DNA, was ist Genetik, einführen an AIDS. Weil ja AIDS eine also das ist ja eine genetische Geschichte, die passiert durch die Viren, die in dem Zellkern sich festsetzen. Oder über das Immunsystem. Ich habe auch bei AIDS das Immunsystem, aber mit Viren habe ich DNA eingeführt und so, also mit Sachen, die auch wahnsinnig interessiert haben. Also ich mache euch einen guten Unterricht, ich bewerte euch, die Rollen sind klar und dann behandeln wir uns mit Respekt. Das war natürlich ein langer Prozess, aber ich habe im Seminar, man muss ja erstmal anderthalb Jahre ausgebildet werden, da habe ich wieder mit Auszeichnung das Examen gemacht, weil ich mich da wieder so reingehängt habe, weil ich so jung war, ich war ja jünger als alle anderen und es hat mich unheimlich interessiert, wie kriege ich die jetzt? Und deshalb ging es dann auch. Wie gehst du damit um, wenn das Rollenverständnis dann von einem Gegenüber mal nicht sozusagen sauber eingeordnet wurde? Also sprich, wenn einer gestörter, geärgert hat oder auch vielleicht heute im Leben, wenn du das Gefühl hast, da schlägt einer der Gegenüber über die Stränge. Ja, in Interviews passiert das ja auch ganz oft, dass jemand mich ganz blöd anpöbelt. Meta-Ebene. Ich gehe immer auf die Meta-Ebene. Das heißt, ich versuche, über die Situation zu reden. Und dann eben fragen, sag mal, warum erzählst du mir das jetzt? Was willst du jetzt eigentlich wirklich? Kannst du mir das sagen? Oder willst du jetzt eigentlich an der Schule beispielsweise, möchtest du jetzt den Klassenraum verlassen? Ist dir das jetzt eigentlich lieber? Oder was wolltest du wirklich fragen? Häufig, wenn ich das nicht herablassend tue, sondern mit dem wirklichen Erkenntnisinteresse, dann gibt es eine Antwort. Oder aber es ist eine reine Pöbelei, dann muss ich sie auch als Pöbelei so definieren und dann sagen, tut mir jetzt leid, ich muss dich leider bitten, dich hinzusetzen und den Mund zu halten. Oder den Klassenraum zu verlassen, aber ins Lehrerzimmer zu gehen, damit du beaufsichtigt bist, wie auch immer. Aber das ist interessant, ne? Ich glaube, das ist ein super Tipp für alle Konflikte, die man hat oder für alle schwierigen Situationen, einfach versuchen, auf die Metaebene eine Ebene höher zu gehen. Oder eben nachzufragen, was denken Sie jetzt wirklich über mich, wenn Sie mir diese Frage stellen? Meinen Sie, ich bin eine blonde, unterbelichtete Tussi? Dann sollten wir vielleicht dieses Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Wenn Sie mit mir aber auf dieser Ebene weiterreden wollen, wäre es nett, wenn Sie den Ton ändern würden. Ist schon dann hilfreich. Ja. Mache ich aber auch nur wirklich in schlimmen Situationen. Welcher Interviewer war das? Das interessiert uns jetzt noch. Wirklich Anthony Hopkins. Der war in einer Weise arrogant. Der wollte seinen Film promoten und das war in Los Angeles, in Hollywood. Diese klassische Situation, da sind eben die vielen People-Journalisten und jeder bekommt nur 7 Minuten. Davon werden anderthalb Minuten abgezogen für Kamera aufbauen oder Kamera steht da schon, Kassette einwerfen. Damals waren es noch die Kassetten und so, einrichten mit Mikro. Und dann hast du diese 5 Minuten. Und ich war die Letzte an dem Tag und dann sagt er mir, you blonde shitty girl, like sowas. What fucking questions do you have?
So. Ja, da hat er eine gute Laune gehabt. So, da hat er echt keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt Ihr Ernst? Wollen Sie jetzt auf die Weise mit mir reden? Hat er gesagt, yeah! Bin ich aufgestanden und bin gegangen. Ja, hatte man auch eine gute Story, oder? Ja, für meine Redaktion war es blöd, weil sie hatten kein Interview mit Anthony Hopkins. Aber die haben voll hinter mir gestanden, die haben gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Sehr schön. Ja, dann ging es weiter, du gingst nach Berlin, also du hast deine Lehrerstelle, Beamtentum aufgegeben, du hast wieder Neugierde auf was Neues gehabt, das Leben hat dich getrieben, glaube ich, kann man sagen. Ich war wahnsinnig, meine Kollegen haben alle gesagt, die hat irgendwie ein Rad ab, ich musste da weg und die haben das so gut verstanden, dass die dann, ich wollte dann unbedingt zum Halbjahreswechsel weg, die haben meinen Unterricht freiwillig ohne Mehrbezahlung übernommen, damit ich nach Berlin gehen konnte, das war wirklich ein großer Liebesbeweis. Und ich glaube aber auch, die haben verstanden, ich platze sonst, wenn ich noch länger in der Schule bleiben muss. Und das, to cut a long story short, ich hatte schon vorher, wollte an die Filmhochschule und es war eine erste große Niederlage. Ich bin unter die letzten 20 gekommen, es waren 1000, die sich beworben haben. Bin dann nach in Berlin gewesen, habe parallel so eine Abi-Prüfung, die Prüfung in Berlin gemacht und haben sie mich nicht genommen. Letztlich war es, weil ich schon 29, 30 Jahre alt war. Und das ist für die Filmhochschule schon sehr alt. Und die Themen, die ich war sehr frauenorientiert und das fanden die damals nicht lustig. Also schon, das haben sie mir hinterher gesagt. Ich bin nicht genommen worden. Hatte aber dann schon durch einen Riesenzufall einen Kontakt. Und während der Sommerferien danach, da war ich noch Lehrerin, habe ich als Garderobiere, als Assistentin der Garderobiere bei einem großen Roadmovie, der dann die Filmfestspiele eröffnet hat, gearbeitet im Ruhrgebiet. Und der Kameramann, der Thomas Mauch, ganz bekannter Kameramann, hat gesehen, dass diese Studienrätin da, die die Socken wäscht, dass die unbedingt zum Film will. Und zwar nicht, weil sie schick sich findet, sondern weil sie Filme machen lernen will. Ich wollte nie vor die Kamera. Du wolltest nicht vor die Kamera? Nie! Und dann hat der gesagt, so, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Als dann das Scriptgirl ausfiel, und Skript war damals noch ein wichtigerer Job, weil damals gab es noch die Filmspulen und was 35 macht das Skript, mm. Also Skript ist der Film, oder? Die steht beim Kameramann, weiß, welches Objektiv in der Kamera ist, weiß, wie viel Drehmaterial noch da ist, weiß, wer von rechts nach links in die Kamera, kennt die Kameraachsen, muss sich alles aufschreiben und Anschluss, wenn kein Continuity, die das speziell macht, da ist. Die setzt den ganzen Film im Kopf schon zusammen, muss aber auch wissen, welchen Ausschnitt sieht der überhaupt. Das sieht der gar nicht, also musst du das auch nicht notieren, weil der hat nur das Objektiv da drin und so. Da lernst du Film, unglaublich. Und das Scriptgirl fiel aus und der sagt, die Nina macht das. Das waren die anstrengendsten 6 Wochen meines Lebens und noch dazu ein großer Roadmovie, also ein richtig großer. Und dann war mir klar, als ich zurückkam von diesem Film, das ist mein Leben. Und ich wollte Filme machen und nicht vor die Kamera. Und dann haben eben meine Kollegen gemerkt, sie muss da jetzt raus. Und mein Direktor, der so toll war und der sagte, Wanderer soll man nicht aufhalten, der hat es mir ermöglicht, dass ich aufhören konnte zum Halbjahreswechsel. Und dann habe ich Klinken geputzt in Berlin. Und das war wieder, da hatte ich wieder eine Schublade. Da stand drauf Studienrätin. Was glaubst du, was das für viele Leute bei Filmproduktionen ein Ding war, eine Studienrätin, um Gottes Willen, diese Besserwisser und diese Unflexiblen und so, bis ich da wirklich Fuß gefasst hatte, also es hat ein bisschen gedauert, ich habe erst beim SFB gearbeitet, beim Kinderfilmproduktionen und so, aber dann ging es relativ schnell, da war ich Regieassistentin und hatte auch schon die erste Co-Regie angeboten bekommen, nach 2 Jahren. Und dann gab es irgendwie, im Winter wurde wenig gedreht in Berlin, da gab es einen Aushang vom RIAS, war ja höchstes journalistisches Niveau in Berlin. TV-Sender, ich kannte ihn persönlich nicht vorher, ein genau, TV-Sender in Berlin. Das war ein Hörfunksender und die wollten TV aufmachen. Und da hat mir irgendeine Kollegin gesagt, pass auf, du hast keinen Job, bewirb dich doch mal. Und da kam ich rein bei RIAS TV, als die gerade aufmachen wollten. Der Fernsehdirektor saß da und Beine auf dem Tisch, amerikanischer Sender, sagte, was wollen Sie denn hier? Sie haben ja überhaupt keine journalistische Vorbildung. Und ich habe gesagt, was wollen Sie denn von mir? Sie haben mich auch schließlich eingeladen. Wer hat mich so angepöbelt? Und dann kam aber der Chefredakteur rein und sagte, jetzt will er essen gehen in die Kantine. Ach, guck mal, die testen wir jetzt mal auf Moderation. Und so passierte das halt. Und da bin ich zu meinem Reinhard Hauff, dem Regisseur, mit dem ich die letzte Produktion gemacht habe, habe gesagt, Reinhard, was mache ich jetzt?
Soll ich das? Dafür musste ich dann die erste Co-Regie absagen. Und dann sagte er, Baby, mach das. Geh zum Fernsehen. Zum Fernsehen kommst du nie wieder, schon gar nicht journalistisch. Und wenn du da nicht, wenn es da nicht klappt, kommst du wieder zurück zu uns. Wie muss ich mir jetzt vorstellen, danach, die, wie viele Jahre sind das dann, die danach kamen? Ich habe 88 angefangen. Also über, also ja, dann kann man sagen 30, ja. 30 Jahre TV, habe ich jetzt richtig gestellt. Ja, das sind 30 Jahre. 30 Jahre TV. Wie muss ich mir, du hast unterschiedlichste Formate gehabt, unterschiedlichste Jobs innerhalb der TV-Branche. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das immer Jobs, die an dich herangetragen wurden? Oder bist du schon jemand, sag ich mal, der sehr ehrgeizig ist und auf die Leute zugeht und versucht sozusagen den nächsten Step selbst zu gehen? Eigentlich war es immer, dass mir die Formate angeboten wurden. Es gab aber auch zu den Phasen, wo ich aufhören wollte mit einem Job. Also als ich aus dem Heute-Journal raus wollte beispielsweise, da bin ich zum Intendanten gegangen, sowas. Oder aber als ich aus dem Heute-Nacht, aus dem Nachrichtenformat der Nacht raus wollte, da hatte ich ein Angebot von Sat.1 und bin aber zu meinem Sender gegangen, habe gesagt, was könnt ihr denn für mich machen, weil ich wollte nicht zu den Privatsendern eigentlich. Und dann haben die mir Leute heute angeboten. Sowas gab es schon. Aber im Normalfall, es gibt zwar Manager, aber gerade im Fernsehbereich, das ist so klein, da kennt man eigentlich die Moderatoren, da weiß man, was sie können, was sie nicht können. Da braucht man eigentlich keinen Manager, um ein neues Format zu kriegen, um sich zu vermarkten für irgendwelche Events, ja. Aber nicht für neue Formate. Jetzt ist es von vielen Menschen ein Traum, in die TV-Branche zu gehen oder ähnliche Dinge zu machen, die du über viele Jahrzehnte machen durftest. Es ist ja ein Stück weit schon ein Privileg, glaube ich, in diesem Bereich arbeiten zu können. Was gibst du diesen Menschen als Tipp mit auf den Weg? Was muss man mitbringen, sage ich mal? A, vielleicht um TV-Geschäft erfolgreich zu sein, aber vielleicht auch allgemein im Beruf erfolgreich zu sein. Weil ich denke, das wird man ja auch auf andere Bereiche übertragen können. Ja, im TV-Bereich würde ich ganz stark unterscheiden zwischen Nachrichten, Politik und Wirtschaft und Entertainment. Entertainment, da braucht man schon eine gewisse nette, liebevolle Selbstverliebtheit. Ja. Ein Thomas Gottschalk ist ein bisschen selbstverliebt. Und das muss er sein, sonst kommt der nicht so brillant rüber und so spontan und so einfach mitreißend. Und das gilt für alle großen Show-Moderatoren, von denen es ja nicht mehr viele gibt. Es gibt ja nicht mehr viele große Shows. Aber die, an die man sich erinnert, die haben das. Das ist ein Gen, finde ich. Und das kann man auch ein bisschen trainieren, aber nicht doll. Und das andere, alles andere, bedeutet, finde ich, eine große Demut und Arbeit an sich selbst. Ein Moderator, das kommt von moderieren und moderieren heißt vermitteln. Und für mich ist immer das Entscheidende, dass ich mich in jeder Sekunde einer Live-Sendung immer in die Haltung eigentlich beame, dass ich alle im Blick habe, emotional auch, und versuche, das Beste für sie rauszuholen, für die, die mit denen ich rede. Also man muss ein Tentakelgehirn haben, man muss an so viele Sachen gleichzeitig denken. Also erstens kommt jeder genügend zu Wort, zweitens ist der rote Faden da, drittens ist vielleicht etwas, was ein neuer Aspekt ist, ins Zentrum gerückt, viertens, was die Zuschauer, sind die immer auf der Ebene angesprochen, die sie verstehen, entfernen wir uns nicht von denen weg. Viertens, wie viel Zeit haben wir noch? Fünftens, was sagt der Aufnahmeleiter? Und sechstens, wie sitzt mein Jackett? So in etwa. Und das heißt, dass ich mich wirklich in den Dienst der Vermittlung zwischen denen, die da sind, der Thematik und den Zuschauern setze und mich persönlich so weit wie möglich zurücknehme. Das finde ich, dass sich zurücknehmen können und sich nicht wichtig nehmen, ist das Entscheidende. Kannst du das irgendwo auf den beruflichen Alltag, auf eine allgemeine Karriere innerhalb der Wirtschaft oder in welcher Branche auch immer sozusagen übertragen? Was für dich Erfolgsstrategien sind, die einen beruflich erfolgreich machen, die Jobs an einen herangetragen werden, die man gerne machen möchte? Ja, das sind zwei ganz wesentliche Dinge. Das eine ist Emotion, das andere ist Verstand. Die Emotion ist erstmal im Team muss sie da sein. Das heißt, ich muss mit den Menschen, mit denen ich arbeite, absolut keine Hierarchie. Wichtig ist natürliche Autorität. Wenn ich ein Thema wichtig finde, dann möchte ich das mit meiner natürlichen Autorität auch durchsetzen können. Aber auf einer Ebene des absoluten Respekts. Also der respektvolle Umgang und der liebevolle Umgang. Auch eben, dass die zu mir kommen, wenn die ein Thema in der Familie haben oder wenn die ein Gesundheitsthema haben oder was auch immer. Und ich war nie Redaktionsleiterin, ich war immer nur Moderatorin. Aber trotzdem passierte. Das ist enorm wichtig und Liebe auch in die Themen.
Ja, egal was ich moderiere. Leidenschaft? Ich setze Leidenschaft, und aber auch wirklich mit Herz. Mhm. Menschen begegnen im Interview mit Herz und nicht nur mit Professionalität. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich mit Verstand. Das heißt, neue Themen sich immer wieder ausdenken. Auch das, was im Augenblick, das ist für mich ein Riesenthema. Ich mache viel Artificial Intelligence oder Digitalisierung, Internet of Things. Auch da immer wieder die Themen so drehen, dass ich den neuen Aspekt so vereinfache. Da hat mir das Lehrersein sehr geholfen, dass auch einfache Menschen das verstehen. Und mir meine Verstandesleistung wieder runterbrechen auf einfachere Strukturen, aber zugleich sehen, was ist wirklich neu, langweile ich nicht. Und aber auch sehen, was kann so ein Format überhaupt noch bringen. Brauchen wir ganz neue, müssen wir nicht viel mehr ins Netz gehen. Also natürlich die ganze Intellektualität der neuen Welt, die muss man beherrschen, finde ich. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und bereit sein, ganz alte Denkmuster aufzugeben. Ja, das spricht zu mir aus der Seele. Ich glaube, das sind tatsächlich zwei ganz wichtige Punkte, um heute erfolgreich zu sein. Einmal das Thema geistige Flexibilität, das war, glaube ich, der zweite Punkt, den du meintest, Denkmuster aufgeben, sich auf neue, auf Veränderungen, auf das, was im Außen geschieht, sich einzustellen und ja, diesen digitalen Wandel einfach zu verstehen, all diese Themen, die uns verbunden sind. Weil einzugestehen, wo ich noch nicht gut bin und da wirklich lernen zu wollen. Würdest du sagen, dass du im Leben immer erfolgreich warst? Nein, ich habe so oft Niederlagen erlebt oder Träume sind geplatzt. Es gab so viele. Gab es da welche besonders schmerzliche? Ach, beruflich wie privat, natürlich. Persönliche Trennung, ja. Aber auch Traumsendung, wo dann jemand anders genommen wurde. Mein Traum war zum Beispiel, Frühstücksfernsehen in Berlin zu machen, nachdem ich das Heute-Journal gemacht hatte. Da gab es noch kein Frühstücksfernsehen in Berlin und ich hatte das Frühstücksfernsehen von Rias TV moderiert. Und da war ich eigentlich vom ZDF wie gesetzt. Und in der letzten Phase... Wer hat's bekommen? Fernsehen, Maybrit Illner. In der letzten Phase der Überlegung hat mich der Fernsehdirektor, der heute ein sehr wichtiges Tier im ZDF ist, in einer Weise beleidigt. Er hat dann nämlich gesagt, ich glaube, einen Menschen wie Sie kann ich den Zuschauern am Morgen nicht zumuten. Wörtlich. Das ist das einzige Mal gewesen, da bin ich heute noch Ich habe ihm verziehen. Gibt es noch eine gewisse emotionale Anhaftung? Aber es gibt immer noch eine Emotionalität. Ich bin vor seinen Augen in Tränen ausgebrochen, weil ich das ungerecht fand. Ja. Der fand aber, ich hatte im Heute-Journal immer diese Banane, weil die mit meinen Haaren nicht klarkam, so eine Steckfrisur. Und der fand mich einfach da für diese Morgenschiene unpassend, dass ich eine andere Frisur gemacht hätte, wäre ja klar gewesen, aber der konnte da nicht abstrahieren. Wie bist du mit diesen Situationen umgegangen? Ob es jetzt, sag ich mal, Trennung waren, persönliche, die du ansprichst, oder ob es berufliche Niederlagen waren, Enttäuschung. Wie bist du mit sowas umgegangen? Und ich denke, im heutigen Leben widerfährt dir das vielleicht auch nochmal hin und wieder. Hat sich verändert. Okay. Also heute sage ich, wenn es eine berufliche Niederlage gibt, also beispielsweise eine Sendung wird eingestellt, das ist jetzt mir wieder passiert, die Sendung Unter vier Augen, die ich sehr geliebt habe im Bayerischen Fernsehen, 30 Minuten mit einem Menschen ohne Publikum und ohne Einspielfilme, da ist es wirklich eine Begegnung. Ja, da ist ein neuer Fernsehdirektor gekommen, hat gesagt, obwohl es das Format seit, weiß ich nicht, 12 Jahren gibt und gut eingeschaltet ist, ich finde das altbacken, ich will es nicht mehr. Ja, das ist ein Frust. Oder aber wie gehst du heute? Gehst du heute, anders damit um? Heute gehe ich anders damit um. Erstens sind solche Dinge, weil ich immer wieder erlebt habe, dass sich neue Türen auftun, trifft mich nicht mehr so sehr. Aber auch wenn es mich trifft, es gibt einen Weg, Schmerz in Liebe zu verwandeln. Es ist tatsächlich so. Schmerz anschauen, sich diesen Schmerz als Gefühl zulassen. Und sich dann sagen, was hindert mich eigentlich daran, diese Emotion in Liebe zu verwandeln? Es geht. Es klingt merkwürdig, aber es geht. Auch ein Training ist wahrscheinlich nichts, was man von heute auf morgen erlernt. Ja, das mache ich heute. Damals habe ich erst mal gehadert, mich wahnsinnig geärgert und habe natürlich sofort angefangen, was Neues zu suchen und zu sagen, ich gebe nicht auf. Und ich, one single stone, ich finde was Neues. Sind Niederlagen für dich Motivatoren? Ja, wobei, also es gab auch eine, da war es nahe dran, dass ich wirklich alles hingeschmissen hätte. Das ist jetzt zu lange zu erzählen. Als wir Leute heute gestartet haben,
Das war noch vor der 19-Uhr-Sendung platziert und wir sollten die Heute-Nachrichten nach oben schießen, hatten kaum Zeit, die Sendung vorzubereiten und waren granatenmäßig, quotenmäßig im Keller nach ein paar Wochen. Und dann ist der Chefredakteur mir in den Rücken gefallen, hat Interviews in der Presse gegeben, Frau Ruge kann es nicht. Und da wäre ich um ein Haar abgesetzt worden und die gesamte Redaktion mit mir auch, weil das alles Freelancer waren. Und die hatten alle Angst. Und der Leiter der Sendung, das war der einzige Festangestellte, hat mich dann vor versammelter Mannschaft verantwortlich gemacht für die Niederlage. Und da habe ich einen allergischen Schock gekriegt. Also einen richtigen allergischen Schock mit alles aufgequollen. Ich sah aus wie E.T. Und wollte eigentlich alles hinschmeißen. Und da gab es wieder so, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Der damalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, den ich nicht kannte, rief mich an und sagte, ich glaube, nach der Presse, die du jetzt hast, willst du jetzt alles hinschmeißen. Tu's nicht. Wenn du das jetzt machst, bist du für immer weg. Warum ruft dich ein stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung an? Böhnisch. Peter Böhnisch. War einfach ein Mensch. Der hat es gespürt. Und hat mich angerufen. Der kannte mich nicht. Und dann habe ich es nicht hingeschmissen. Es gibt ein neues Bild auf die Bild-Zeitung, oder? Absolut. Da gibt es wahnsinnig tolle Menschen. Ja, habe ich nicht hingeschmissen. Aber das war eine Krise. Und dann haben wir weitergemacht. Und plötzlich, nach einem halben Jahr, waren wir Marktführer. Und dann hatte dieses Format plötzlich viele Väter. Spannend. Aber das war kritisch. Ich würde gerne ein kleines Spielchen mit dir machen, wenn du bereit bist. Na gut. Das nennt sich A oder B. Du müsst dich für A oder B entscheiden. Was ist dir lieber, ein Interview geben oder eins selbst halten? AB. Machst du beides gerne? Ja. Kein Favorit? Ich bin so neugierig auf Menschen. Und wenn ich eben wie du jetzt eine Stunde mit einem Menschen reden darf, ist das für mich jedes Mal ein Glücksmoment, eine Glücksstunde. Mhm. Du bist eine Woche auf einem Weingut, du lebst selbst auf einem Weingut in der Toskana. Lieber mit Oprah Winfrey oder mit Barbara Schöneberger? Wen hättest du gern dabei? Oprah Winfrey. Ganz einfach, weil ich der noch nie begegnet bin. Und das ist ein Vulkan. Ich bin völlig anders, dagegen bin ich so ein kleines Rinnsal. Das würde ich gerne wissen, wie dieser Vulkan funktioniert. Und sie ist sehr spirituell. Das ist sie, ja. Was ist dir lieber, ein neues Buch schreiben oder einen Monat um die Welt reisen, Erholung, Wellness, was auch immer, irgendwas, was dir gut tut? Derzeit eine Woche, einen Monat um die Welt reisen und mich inspirieren lassen, weil ich habe gerade ein Buch geboren und danach brauche ich erstmal eine Phase der Regeneration. Hast du so, sage ich mal, sehr unterschiedliche Jahresphasen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ob du produktiv bist oder? Naja, ich bin eben den Sommer über in der Toskana. Das ist ein völlig anderes Leben, weil ich da ziemlich zurückgezogen bin. Und den Winter über bin ich, Herbst bis Frühjahr, bin ich in Deutschland, in München. Und da gehe ich auch viel aus und gehe auch gerne ins Kino oder lasse mich auch inspirieren oder arbeite natürlich auch sehr, sehr viel. Das sind schon zwei Lebensformen und beide brauche ich. Stell dir vor, du bekommst das Angebot, Wetten, das zu übernehmen oder du darfst einmal den Oscar moderieren. Null! Kann ich beides nicht. Weder Wetten, das, dazu brauchst du diese Bühnenpräsenz des Gottschalk, ja, des Übervaters. Und Oscars ist sowas von gnadenlos, was du für einen Witz brauchst, für eine Schärfe, für eine amerikanische Hyperprofessionalität. Ich wäre in beiden Fällen überfordert. Gala oder Brigitte? Brigitte, mehr Content. Entschuldigung, Gala. Supermarkt oder Wochenmarkt? Wochenmarkt. Oder Supermarkt Bio, ja? Und vegetarisch. Ich bin ja Vegetarierin, liebe Biokost, lebe im Sommer von unserem Gemüsegarten. Also es gibt viele Supermärkte, die tolle Bio- und vegetarischen Produkte haben. Also ja, aber. Du machst sehr, sehr gerne Sport, wie ich weiß. Sehr, sehr viel Sport. Und du hast unglaublich viele Tiere in der Toskana, mit denen du auch viel Zeit verbringst, wo dein Herz dran hängt. Wenn du auf einen Monat lang auf irgendeinen von den beiden Dingen verzichten müsstest, was wäre dir? Das ist eine gemeine Frage. Ja. Die beantworte ich nicht. Natürlich würde ich auf Sport verzichten. Für einen Monat, klar. Du müsstest einen Wohnsitz aufgeben, München oder Toskana. Wo hängt dir dein Herz?
Das ist ja alles so völlig blöde Fragen. Nein. Also gut, ich sagen wir mal, ich habe, egal wo ich meinen ersten Wohnsitz habe, ich wäre im zweiten sowieso. High Heels oder Turnschuhe? Turnschuhe. Das sind das High Heels. Ich trage nicht mehr als 6 cm heute. Früher war es anders. Selber kochen oder bekochen lassen? Bekochen lassen. Selber kochen habe ich nie gelernt. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du kochen kannst, heirate dich einen Mann nur deswegen. Und ich war eine sehr, sehr langjährige Kundin von sehr guter Tiefkühlkost. Mein Mann schätzt das nicht sehr. Das heißt, sind wir jetzt häufig Delivery-mäßig unterwegs oder es kocht jemand für uns tatsächlich. Am Fenster oder am Gang? Wo sitzt du lieber? Immer Fenster. Immer aufstehen können. Also am Gang. Was habe ich jetzt gesagt? Völlig Fenster. Daneben. Immer am Gang, immer aufstehen können. So. Ja, das kenne ich, das geht mir genauso. Frühaufsteher oder Langschläfer? Erzwungener Frühaufsteher, weil meine Hunde mich spätestens um 7 wecken. Aber länger als 7:30 schlafe ich auch so nicht. Du bist heute mit, also nicht heute, seit 2001, inzwischen seit 17 Jahren mit Wolfgang Reitzle liiert. 20. Seit 17 Jahren verheiratet. 17 Jahre verheiratet, über 20 Jahre zusammen. Top-Manager, viele Jahre, ich glaube über 10 Jahre DAX-Vorstand gewesen, von Linde, heute Aufsichtsratsvorsitzender. 23 Jahre bei BMW. 23 Jahre BMW, Vorstandsvorsitzender zwischenzeitlich von Volvo, Jaguar, Aston Martin gewesen. Ja. Also klassischer Top-Manager zur deutschen Wirtschaftselite, glaube ich, zugehörig, kann man sagen. Wie muss ich mir das vorstellen? Da ist jemand aus dem TV, der unglaublich spirituell ist, Persönlichkeitsentwicklung ein ganz großes Thema ist und sich dann wahrscheinlich auch sehr stark in einem deutschen Wirtschaftsestablishment sozusagen bewegt. Wie passt das zusammen? Ja, das große Geheimnis einer gelingenden Beziehung ist, sei eine Beziehung ein Wachstumsort sein und nicht einen Angleichungsort. Und mein Mann ist sehr anders. Wir haben einige Schnittmengen, einige große Schnittmengen, aber wir haben auch keine Schnittmengen, kommt auch vor. Und auf meinem spirituellen Weg ist er nicht so unterwegs, interessiert sich dafür, ist aber, nimmt sich die Zeit nicht so, will er auch nicht. Wir haben eine Riesenschnittmenge in politischer Diskussion, in Sachen Wirtschaftsthemen. Da bin ich total interessiert, ist er total interessiert, da sind wir ständig am Reden. Und natürlich das Weingut und die Tiere. Er war nicht immer Fan von Hunden zum Beispiel, heute ist er völlig verknallt. Und meine Pfauen zum Beispiel, da setzt er sich hin und fängt an, hin und wieder steckt er sein Handy weg. Das ist ein Wunder. Also die Schnittmengen reichen aus. Ja. Wie viel Gemeinsamkeit braucht es? Weil ich glaube, das Thema, das haben viele Menschen, vielleicht jetzt nicht mit den Themen, wie es bei dir und deinem Mann der Fall ist, aber das Thema, dass man unterschiedliche Interessen hat etc., gerade das Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, da driften häufig in Partnerschaften die Interessen auseinander. Wie viel gemeinsame Schnittmengen braucht man denn, um eine funktionierende Beziehung zu führen? Ich finde, man braucht regelmäßig Zweiersitzungen. Also richtig mit Tagesordnung, dass man sich die Zeit nimmt und der andere darf nicht unterbrechen und man spricht nur in der Ich-Form und nicht in der Du-Form. Du bist und du darfst nicht oder so. Ich empfinde, ich fühle. Ich spreche in der Ich-Form und sich auch gegenseitig mitteilen zu dürfen. Ich empfinde einen Mangel da und da. Ich sehne mich nach. Dann hat der andere die Möglichkeit, zu sagen, ja, das möchte ich erfüllen, kann aber auch sagen, nee, diese Sehnsucht kann ich dir leider jetzt nicht erfüllen. Fühlt sich aber nicht gedrängt. Und das ist eine Möglichkeit, Schnittstellen zu schaffen. Ob sie dann ausreichen, weiß ich nicht, aber ich bin sowieso im Laufe meines Lebens zu der tiefen Überzeugung gekommen, Liebe ist etwas, was so weit umfassend ist. Deshalb habe ich vorhin auch in Liebe die Vokabel Liebe für meinen Job verwendet. Ja. Mhm. Ich projiziere das nicht nur in meine Beziehung, sondern ich möchte ein Leben in Liebe, wie es in der Bibel steht, leben. Und da empfinde ich Wärme, Liebe und Geborgenheit auch in vielen Situationen, die nichts mit meinem Mann zu tun haben. Das könnte er mir auch in dem Umfang nicht geben.
den ich vielleicht bräuchte. Ja, Wärme, Liebe, Geborgenheit ist, denke ich, ein wichtiges Thema für viele Menschen. Und du hast einen spannenden Online-Kurs, den wir uns im Vorfeld angeschaut haben, hast du kreiert, wo es, glaube ich, genau um dieses Thema im Kern geht, oder? Ja, es ist interessant, dass du diese Verbindung schaffst. Ich habe das aufgezeichnet in meiner Limonaia, also das ist ein Gewächshaus in der Toskana, mit meinen Tieren. Und mir war wichtig, dieses Coaching in diesem Umfeld aufzuzeichnen, weil genau diese Emotionalität sozusagen die Grundfläche, der Boden sind für diese Möglichkeit geführter Selbstentwicklung. Und es geht um 21 circa halbstündige Lectures mit Arbeitsblättern, die ich auch ausfüllen kann, wenn ich möchte, die einen Weg bieten sollen. Auf diesem Weg erkennen, wollen, tun. Und das aber selbst gesteuert mit meinem eigenen Werkzeugkasten sozusagen, den ich selbst bestücke, diesen Weg zu gehen und sich darauf vielleicht 21 Mal einzulassen. Das heißt, vieles, über das wir heute gesprochen haben, wie man selbst mit seinem Leben umgeht, wie man sein Leben aktiv gestaltet, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, zur Meditation findet, das sind alles Informationen, die man in diesem Kurs auf sinnsucher.de findet? Das ist sozusagen der Einstieg, ja, vom Erkennen über das Wollen zum Tun zu kommen mit einem ganz eigenen Werkzeugkasten. Aber wenn das gut funktionieren sollte, wir haben ja jetzt gerade erst gestartet, dann würde ich das wahnsinnig gerne weitermachen. Ja, spannend. Also ich persönlich habe schon viele solcher Online-Kurse gemacht, deinen speziellen jetzt noch nicht, aber kann das wirklich empfehlen. Das heißt, wenn man erste Berührungspunkte mal haben möchte mit diesen Themen, wie man meditiert, wie man vielleicht Übungen machen kann, um seine, wir haben es ja vorhin, das Thema Erkennen, Wollen, tun sozusagen, das sozusagen für sich zu begreifen, sich selbst zu reflektieren, mal Übungen kennenzulernen, das wird man ja bei dir dann alles finden. Darüber hinaus, was wir, wie gesagt, sehr empfehlen können, sei du der Leuchtturm deines Lebens, wo du dich auch mit diesen Inhalten sehr beschäftigst. Gibt es da eine Unterscheidung zu dem Online-Kurs inhaltlich? Ja, das Buch geht viel weiter. Da habe ich im ersten Teil über das, was ich als Ich-Reflex beschreibe, also was uns daran hindert, unserer Lebenssehnsucht überhaupt nachzugehen, analysiert. Und im zweiten Teil gehe ich dann sozusagen dazu über, das neue Bewusstsein zu beschreiben, das ich anstrebe. Und damit bin ich, glaube ich, nicht alleine. Und mich auch mit den Themen rechte, linke Gehirnhälfte und dem, was der gelungene Dialog dieser beiden Seiten in uns an neuer Erkenntnismöglichkeit gewinnen lassen kann. Du bist sehr engagiert im Tierschutz. Da bleibt jetzt leider nicht mehr die große Zeit für, dass wir noch mal tiefer einsteigen. Dafür haben wir uns in anderen Themen zu lange aufgehalten. Aber erklär uns ganz kurz, was motiviert dich in diesem Bereich so aktiv zu sein? Weil du machst unglaublich viel, du hast eigene Tiere, du unterstützt unterschiedliche Organisationen zu dem Thema. Was zieht dich in dieses Thema so rein? Das ist Kern von jeder Spiritualität, finde ich. Gandhi hat gesagt, die Entwickeltheit einer Gesellschaft erkennst du daran, wie sie ihre Tiere behandelt. Ich arbeite ja auch für UNICEF, also für Kinder in aller Welt setze ich mich auch engagiert ein, nur in meinem direkten Umfeld auch und vielleicht auch demnächst in einem ganz intensiven Projekt in Afrika möchte ich gerne, soweit es mir möglich ist, Tierschutz so propagieren, aber auch wirklich aktiv umsetzen, dass die Seelen, das sind alles Seelen. Es ist doch klar, das ist nicht nur im Hund, denn man sieht auch sogar, ein Fisch hat eine Seele. Ja, die ist vielleicht ein bisschen anders strukturiert, das versuche ich jetzt hier nicht zu veresoteriken. Dass dieses große Geheimnis, was die Natur ist und was für uns letztlich unser Lebenselixier ist und wozu wir gehören, wenn wir das Bild des Paradieses der Bibel verwenden wollen, das zu schützen und dann aus diesem Gefühl der Ohnmacht. Ich finde dieses Gefühl der Ohnmacht so grauenhaft, wenn ich an diesen LKW mit den Schweinen, die zur Schlachtbank gefahren werde, vorbeifahre. Wenn ich aus diesem Gefühl rauskomme und weiß, ich kann etwas tun, auch wenn es nur so wenig ist, um dieses Wunder zu erhalten, das beseelt mich. Nina, um es in deinen Worten zu sagen, du sagtest, ein Interview zu führen, eine Stunde mit einem Menschen zu verbringen, ist unglaublich beseelend, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Das kann ich an dieser Stelle bestätigen, das ging mir auch so. Es war mir eine unglaubliche Freude, dich
besser kennenzulernen, dich den Menschen näher zu bringen. Und wir haben, glaube ich, nicht nur jemanden aus dem Boulevard kennengelernt, wie dich vielleicht viele kennen, wie dich viele, wie du selbst sagst, in eine Schublade gesteckt haben, sondern einen unglaublich tollen Menschen, der eine unglaubliche Tiefe hat und sich auch zur Aufgabe gemacht hat, diese Tiefe in die Welt zu bringen, was ich unglaublich schön finde, dass es solche Menschen wie dich gibt. Nina, schön, dass du da warst. Und den letzten Satz, den würde ich gerne dir überlassen. Aber vorher sage ich danke für dieses schöne Gespräch und auch für die Zeit dafür. Ich sage jetzt, alles wird gut.